Hi, mein Name ist Lisa. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um diesen Look. Dabei habe ich viele Bronzefarben und Pfirsichfarben benutzt und ich denke, es ist eine sehr gute Alternative zu einem Smoky Eye Look, wenn man glamourös, aber trotzdem noch natürlich aussehen möchte. Das Make-up kreiere ich oft bei meinen Bräuten und Mädels, die zu einem Event gehen, und der Look ist auch sehr einfach zu machen und deswegen lass uns am besten anfangen. So, ich fange an mit der Lidschattenbase, und zwar ist das von MAC Soft Ochre, und ich trage die auf mit einem Concealer Buffer von Zoeva in der Nummer 142. So, als nächstes benutze ich einen hellen matten Lidschatten von Inglot in der Nummer 353 und trage den auf mit einem Lutte Shader Brush von Sigma in der Nummer E60. Das mache ich, damit die Lidschattenbase fixiert wird. Dann benutze ich die Farbe 368 von Inglot, ein sehr schöner Pfirsichton, und den trage ich auf mit einem 217 MAC Pinsel. Dieser Ton ist eine Verblendungsfarbe und die trage ich ein bisschen oberhalb meiner Lidfalte auf. Um diesen Ton ein bisschen zu intensivieren, benutze ich eine dunklere Farbe, aber in dem gleichen Ton, und zwar von MAC One to Watch, und trage den auf die vorherige Farbe auf. Damit mein Blick eine gewisse Tiefe und mehr Ausdruck bekommt, benutze ich die Farbe Bronze von MAC und trage die ebenfalls in die Lidfalte auf. Das mache ich übrigens alles mit dem gleichen Pinsel von MAC in der Nummer 217. Um die Farben miteinander zu verblenden und zu vermischen, benutze ich den Pinsel von Sigma in der Nummer E40. Auf mein Augenlid kommt eine sehr schöne goldene Farbe mit dem Namen Amber Lights von MAC. Und diese Farbe trage ich auf mit dem Sigma Pinsel E55. Eine schöne rosane Farbe trage ich als Highlight auf die Mitte meines Augenlides auf. Die Farbe nennt sich All That Glitters von MAC. Für ein schönes und frisches Aussehen trage ich die Farbe Nylon von MAC auf die Mitte meines Augenlides auf und auch ebenfalls in die Innenwinkel. Und somit sieht der Blick einfach viel frischer aus. Dieselbe Farbe Nylon wird direkt unter die Augenbraue aufgetragen und dient ebenfalls als ein Highlight. Die Augenbrauen ziehe ich nach mit einem MAC Augenbrauenstift, und den Namen kann ich leider überhaupt nicht mehr sehen. Auf jeden Fall ist das ein blonder Ton und ich glaube, das war der hellste, den ich genommen habe.
Die Augenbrauen fixiere ich mit dem MAC Pro Longwear Waterproof Brow Set Gel in der Farbe Blond. Meistens möchte ich meine Augenbrauen so präzise und definiert wie möglich haben und deshalb benutze ich dafür den Studio Finish Concealer in NC20 von MAC. Dafür nehme ich den Concealer Brush von Sigma in F70. Jetzt geht's weiter mit dem Gesicht. Dafür benutze ich die Base von Inglot und trage nur ein ganz kleines bisschen auf das komplette Gesicht auf. Diese kleine Menge reicht schon fast, weil wenn man mehr benutzt, dann bewirkt das das Gegenteil, dass das Make-up schneller abgeht. Meine Foundation ist von Inglot in der Farbe 75, das ist die HD Foundation und die eignet sich sehr gut für Fotos, beispielsweise bei einem Fotoshooting oder auf einer Hochzeit, weil die Farbe nicht reflektiert. Dafür benutze ich diesen Pinsel. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Pinsel ist. Ich habe den bei Amazon bestellt, weil der relativ günstig war. Das war ein Paket mit 10 Pinseln und ich habe, meine ich, 17 Euro bezahlt. Die Pinseln sind aber sehr gut. Das Make-up trage ich auf und zwar in die Haarwuchsrichtung. Wenn man das gegen die Haarwuchsrichtung machen würde, dann würde man das Make-up zu sehr sehen auf der Haut. Und so möchten wir, dass das Make-up komplett in die Haut eingeblendet wird. Wie man sieht, bin ich ein riesen Fan von MAC, deshalb ist mein Concealer auch von MAC und zwar der Pro Longwear Concealer in der Farbe NC25. Den Concealer trage ich auf überall dort, wo ich ein Highlight haben möchte. Zum Verblenden benutze ich den Beauty Blender von MAC und Studio Fix Plus. Das mache ich, damit die Farbe einfach besser in die Haut eingearbeitet wird. Mit dem Mineralize Skin Finish Puder von MAC in der Farbe Light Plus fixiere ich den Concealer. Und um das ganze Make-up zu fixieren, benutze ich ebenfalls Mineralize Skin Finish, aber in Medium Dark und trage das Puder auf mit einem sehr großen Pinsel von Sigma auf und zwar in F30. Auf dem unteren Augenlid benutze ich den Kajal von Essence. Das ist eine bronzebraune Farbe. Ich habe keine Ahnung, wie der Name ist. Und dazu benutze ich den Pencil Brush von Sigma, damit ich die Übergänge von dem Kajal ein bisschen verblende. Danach nehme ich wieder die Anfangsfarbe von MAC One to Watch und trage die Farbe unter dem Kajal auf, damit die Übergänge noch mehr verblendet werden. Für ein einheitliches Bild blende ich die untere Farbe in die obere rein und wie man sieht, gibt es so einen leichten Smoky Eye Effekt
um die Augen. Mit dem Zoeva Pinsel 226 trage ich die Farbe All That Glitters nochmal auf das untere Augenlid auf. Die Farbe gibt mir noch mehr Highlight für den ausdrucksstarken Blick. Die Farbe Bronze trage ich auf dem äußeren Lid meines Auges auf, und zwar damit der Blick noch intensiver wirkt. Den cremigen Highlighter von MAC, und zwar Lustre Drops, trage ich auf den höchsten Punkt meiner Wange auf. Das geht alles sehr gut mit Fingern und man braucht eigentlich keine Pinsel dafür. Und darauf trage ich nochmal den Highlighter Soft and Gentle von MAC mit dem Pinsel 109, ebenfalls von MAC. Das gibt mir noch einen extra Glow. Ich möchte mein Gesicht ein bisschen wärmer machen und das mache ich mit dem Bronzer von MAC, Give Me Sun, und einem Powder Brush, und zwar F10. Und für diesen Look möchte ich keine scharfen Konturen ziehen, einfach nur das Gesicht ein bisschen wärmer machen mit dem Bronzer. Ich mag das sehr, meine Nase zu konturieren, weil ich denke, dass es einfach schöner aussieht und dass die Nase dann einfach gerade wirkt. Und deshalb benutze ich ebenfalls den MAC 217 Pinsel und trage den Bronzer von MAC, Give Me Sun, auf meine Nasenflügel auf. Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Konturen alle verblendet werden müssen, deshalb benutze ich den Beauty Blender von MAC und verblende die scharfen Grenzen. Meine Lieblingsfarbe vom Rouge ist die Farbe Melba von MAC und die trage ich auf meine Wangenäpfelchen auf. Damit ich ein einheitliches Bild bekomme, nehme ich wieder meinen Foundation Brush und verblende alle Übergänge auf meinem Gesicht von den ganzen Farben. Dann biege ich meine Wimpern. Und damit sich meine falschen Wimpern, die ich gleich aufkleben werde, mit meinen eigenen verblenden, benutze ich den Mascara von Estée Lauder. Für die Lippenkonturen benutze ich den Lip Pencil von MAC in Subculture. Und trage als nächstes den Lippenstift Pure Zen. Das ist meine Lieblings-Nude-Farbe. Die eignet sich sehr gut als eine Alltagsfarbe, aber auch als eine Farbe für ein Hochzeits-Make-up zum Beispiel oder ein Event-Make-up.
Und aus irgendeinem Grund hat meine Kamera den Geist aufgegeben und deswegen konnte ich die falschen Wimpern nicht aufzeichnen und den Lippenstift auch nicht. Und das ist das Ende vom Tutorial. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und besucht meine Facebook-Seite, die liste ich auf in meiner Infobox, genauso wie die ganzen Produkte, die ich benutzt habe. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!